Willkommen zurück bei Pokémon! Ja, willkommen zurück. Am Ende der Folge könnt ihr sehen, wie wir den Wal gefangen haben. Der wurde sich ja gewünscht, war ja auch so ein bisschen mit meinem Favorit. Den werde ich jetzt mal ins Team packen. Moment. Pokémon ablegen. Ja, genau. Ich weiß gar nicht, dazu, Meryl, hatte das irgendwas an Items? Nee. Ablegen. Genau, einfach mal am Ende der Folge. Da habe ich so 5-6 Minuten irgendwie, wie ich gesucht habe. Dann habe ich nochmal einen kleinen Cut gemacht. Dann habe ich es nämlich gefunden. Und dann, ich habe das aber so, glaube ich, so ein bisschen im Zeitraffer dann laufen. So machen wir das, denke ich. Den nehme ich jetzt auf jeden Fall mit hier ins Team. Wie gewünscht. Der wird dann halt noch trainiert ein bisschen. Weiter bearbeiten? Nein. Wie gesagt, am Ende der Folge können wir nochmal, könnt ihr nochmal gucken. Wie gesagt, ein bisschen Zeitraffer. Lasst euch davon nicht erschrecken. Relax habe ich jetzt einfach genannt. Wegen Relaxo, weil es halt auch so dick ist. Und guck mal, wie lustig der springt. Ja, 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 ja. Der freut sich, bei Team Freaky zu sein. So, ich sehe gerade, hier gibt es nochmal eine Medaille abzugrasen. Nehmen wir doch mal gleich eine mit. Da bist du ja, die Freaky. Lass dich anbrennen. Was? Hier hast du eine neue Medaille. Jägerglück. Perfekt. So. Guten Tag. Ja, ich wollte eigentlich noch so eine Rochen fangen, aber das hat nicht so geklappt. Aber das seht ihr auch am Ende der Folge. Wie gesagt. Erstmal schnell wieder das Team fit machen, denn das ist doch ganz schön angeschlagen. Jetzt haben wir wenigstens mal ein Wasser-Pokémon mit im Team. Ich kann mir vorstellen, dass der Wal gut stark wird, ne? Ich weiß gar nicht, ob der sich nochmal entwickeln kann. Noch gar nichts geguckt. Halt, da wollte ich nicht nochmal drücken. So, jetzt hier, gut hier. Ja, mach gut, tschüssi. Ja, ich würde ganz gerne nochmal ein paar Pokebälle mitnehmen. Und zwar ein paar Hyper, Super, irgendwas Bälle. Du hast wieder nur blöde Briefe, okay. Ne, bei dir möchte ich gar nichts. Ich könnte mal verkaufen, ne, irgendwann. Aber wir haben ja eigentlich, wir brauchen ja eigentlich gar kein Geld. Also lassen wir es erstmal in unser Inventar. Inventar. So, Hyperball, genau. Davon würde ich gerne mal locker 10 Stück mitnehmen. Ja, bitte. Ja, guck mal hier, geldmäßig sind wir sehr gut aufgestellt, denke ich. Genau, verstau das mal. Nein, Beleber will ich gar nicht. Wie sieht es mit Hypertränken aus? Wie viele haben wir denn? 8 Stück haben wir noch. Topschutz. Kein mehr. Oh. So. Nehmen wir auch nochmal 15 Stück mit. Da freuen sich wieder manche, ne? Wenn ich ein paar Kämpfe überspringe, manche wiederum nicht. Und naja, wie auch immer, jetzt geht's weiter, Freaky! Ja. Ich muss mal überlegen gerade. Ja, gut. Das hier wird wahrscheinlich keine Viertelstunde Folge, weil ich ja hinten noch was dran gehangen habe. Das sind auch schon gut 8 Minuten, die da hinten dran hängen, glaube ich. Gucken wir mal. Die Folge soll heute noch rauskommen. Mir tut mir leid, gerade kommt ein bisschen unregelmäßig Pokémon, wie gesagt. Weil ich habe einfach gar keine Zeit. Ich habe eben auch erst Feierabend gemacht. Und ihr seht ja selber, wann ich hier jetzt aufnehme. Es ist 18.04 Uhr. Wen wollen wir denn trainieren? Oink, Rock. Matrivol kann erstmal vorne bleiben. Wobei, der Typ da, Karate-Kitter, sieht mir ein bisschen aus, als wenn der. Als wenn wir da mit Wasser gegen kämpfen könnten, ne? Einfach mal versuchen, dann sehen wir den auch mal von hinten. Ne? Gefällt vielleicht dem einen oder anderen. Hey! Das hier ist mein Weg! Okay. Ja, die Wassertrainer könnte ich dann auch nochmal mitnehmen. Da kann ich dann schön mit dem Pflanzen-Pokémon, ne? Thanatos. Ich weiß nicht, was Thanatos ist. Ich hoffe, ein Boden-Pokémon. Ja, genau, oder sowas. Und ich hoffe, das hat eine Schwäche gegen Wasser. Strepoli. Hä? Hätte ich was anderes gerade gehabt da? Oder hieß der so? Keine Ahnung. Erholung habt ihr... Ja. Ne, habt ihr noch gar nicht gesehen. Seht am Ende der Folge. Aquavelle. Ganz einfach. Ganz simpel. Boop. Ja, die Folge hier, wie gesagt, ein bisschen anders. Was soll Relax tun? Ja, das war nicht so effektiv. Ist Lake stärker? Wir wissen es gar nicht. Schauen wir mal. Gut, das ist natürlich auch 10 Level über uns, ne? Aber Relax hält erstmal gut auf. Es hat auch ganz schön viel KP, fällt mir gerade auf, ne? Gut, das muss ja auch irgendwo im Verhältnis hängen, ne? Wenn das so ein Wal ist. Was bringt denn Weißnebel eigentlich? Pokémon, die auf der anderen Seite kämpfen, wurden im Weißnebel gehüllt. Okay. Aua! Der knallt bestimmt richtig gut rein. Bei 10 Leveln Vorsprung.
Ja, es bringt uns um. Ein Volltreffer. Na klar, ein Volltreffer. Alter, das ist aber eine ganz schön böse Attacke, muss ich mal meinen. Ja, da haben wir mal Relax gesehen, ne? Und ich würde sagen, den Rest hier übernimmt einfach mal Scharfax. Scharfax entwickelt sich nämlich auf 48. Ich glaube, es steht auch kurz vor 45. Das war mir doch so, ne? Drachenklaue. Naja, doch, dann entwickelt sich doch noch nicht. Guck mal, das hat gerade mal 125 KP. Das hat der war jetzt schon fast auf Level 31. Und dann noch eine Drachenklaue und dann haben wir den Kampf auch fertig. Sehr schön. Strepoli wurde besiegt. Und das war's. Ach, der hieß so. Dieser Weg ist für alle da. Es tut mir leid, Freaky. Hat uns noch ein bisschen Geld hingeworfen. Sehr schön. Warte mal, wir sind noch nicht fertig, Kumpel. So. Geh deines Weges. Naja, es geht doch. Ha. Ja. Was steht hier? Das ist Route 13, ne? Genau. Na, Grummel, arg. Warum macht die das? Hep, hep, hep. Dosch, dosch, dosch. Pokémon-Trainerin, Dressurreiterin, Karatekämpferin, Kämpferin, Vincenza. Irokex. Gut, dann machen wir Irokex nochmal schnell platt. Hey, ich bin Irokex. Sieht ein bisschen knatter aus, ne? Naja, gut. Aber guck mal, die vom Level her, ne? Ist ganz gut, dass wir den Wal noch ein bisschen trainieren müssen. Dann können wir die anderen noch ein bisschen mitnehmen. Bis zur Unendlichkeit. Und noch viel weiter. Freaky. Ja, die Cam, wie gesagt, jetzt nach der Arbeit. Jetzt habe ich da auch keine Lust drauf, ehrlich gesagt. Sieht ein bisschen fertig aus und so, ne? Der Biss ist mega effektiv. Und tschüss, würde ich sagen. Alter, was ist das für ein Pokémon? Warum war das so effektiv gegen uns? Turmkick. Ah, ist kampfstark gegen Biss. Macht weiter und bricht zusammen. Auch nicht schlecht. Also Boden ist nicht effektiv gegen Kampf, aber andersrum. Oder auch nicht, oder? Ah, ich habe keine Ahnung. Ich hoffe, wir erreichen Level 41. Ja, sieht gut aus. Sehr schön. Das gefällt mir zunehmend gut. Vincenza. Ah ja, meine Zeit ist gekommen. Wow. Lysander aus Twin Lake City trainiert mit seinen Pokémon als Sparringpartner. Das finde ich total klasse. Na, ja, das wird wahrscheinlich unser nächster Kampf sein. Das werden diese Kampf-Pokémon sein, also. Da raschelt's im Gebüsch. Gucken wir da mal rein. Was hat das zu bedeuten? Was soll ich denn damit? Oh, doch. Haben wir sogar. Gut, das ist wahrscheinlich ein bisschen stärker dann, ne? Level 36. Ich weiß nicht, ob die hier so normal stark sind. Keine Ahnung, leider. Bedroher von Croc wirkt. Ja, flüchten wir vor. Was soll ich damit, ne? Ich hab das doch schon. Ich hab gedacht, da wird jetzt irgendwas super. Ich sneak mich mal hier so ein bisschen um die Bäume in der Hoffnung, dass mich nicht gleich wieder wer anguckt. Da oben geht noch wer am Strand spazieren. Tipps für Trainer. Wie andere Spieler, die im Okay. Gut, dass wir das auch nochmal gelesen haben. Oh, hier kann ich Zerschneider einsetzen. Ja. Ich habe gedacht, diese Attacke wäre völlig sinnlos. Entschuldige, habe ich mich so ein bisschen mitreißen lassen. Was kriegt denn hier? Topschutz. Na ja, gut, dass wir sich gerade damit die Taschen voll gemacht haben. So, okay, wir sind ein bisschen vorangekommen. Wir haben schon mal zwei Trainer fertig gemacht. Wir können jetzt mal hier hochlugen. Ja, hier geht es zu einer weiteren Wiese. Da oben wird wahrscheinlich gleich ein Item auf uns warten. Oder irgendwie sowas. Ja, da oben kann man auf jeden Fall irgendwie lang gehen. Die Kleine hier wird uns erstmal nicht... Da liegt ein Item. Können wir... Dann holen wir uns das als nächstes, würde ich sagen, ne? Ich gucke nur, ob ich jetzt noch ein bisschen trainiere. Ansonsten würde ich sagen, das war's für diese Folge. Wieder ein bisschen kurz. Ich muss die so ein bisschen zwischenwerfen wieder. Guck mal, jetzt 18:11 Uhr. Die werde ich jetzt gleich noch raushauen für euch.
Und da würde ich sagen, wir uns hoffentlich morgen wieder. Ich denke mal, ich werde heute noch eine aufnehmen für morgen, dass wir die schon mal haben auf jeden Fall. Und dann, ja, lasst ihr euch jetzt den Zeitraffer. Bis dann! Yeah.